Zweites Beispiel zum Zuschauen. Was sehen wir da? Zwei Klammern, da ist ein Mal dazwischen. Rechts habe ich schon sortiert und geordnet, alles mit x Quadrat, alles mit x, alles mit Zahlen. Also ist das Erste, was ich tun muss, das einmal ausrechnen. X mal 2x ist 2x Quadrat. X mal 7 ist plus 7x. 2 mal 2x ist plus 4x und 2 mal 7 ist plus 14. Dann zusammenfassen. Alles, was ich zusammenfassen kann, ist das da. 7x plus 4x. Dann machen wir das. 7x plus 4x ist 11x. So, und jetzt muss ich da schauen, wie ich damit umgehe. Ich sehe zum Beispiel, dass da 2x² steht und da 2x². Wenn ich also wieder meinen Erinnerungsstrich mache und sage, tu mir einfach minus 2x², weil da steht ja wieder dieses unsichtbare Plus da davor, dann haben wir in der nächsten Zeile 2x² minus 2x² ist weg. Die anderen bleiben davon unberührt, gell? 2x² auf der rechten Seite minus 2x² ist 0, verschwindet. So, jetzt möchte ich alle x auf eine Seite haben. Schauen wir, dass wir die x da herüberbringen, auf die linke Seite. Erinnerungsstrich, was machen wir? Wir wollen es da wegbringen. Da steht plus 10x, dann machen wir minus 10x. Und zwar links und rechts. Also, linke Seite. 11x minus 10x ist 1x. 10x minus 10x ist nichts. Und jetzt wollen wir alle Zahlen auf die rechte Seite bringen. Erinnerungsstrich, da steht plus 14, dann machen wir minus 14. Das x bleibt mir da. Plus 14 minus 14 verschwindet. 2 minus 14 ist minus 12. Jetzt müssen wir die Probe machen. Minus 12 plus 2. 2 mal minus 12. Upsala. Plus 7. Habe ich jetzt hoffentlich nichts vergessen, da beim Abschreiben. Minus 12 plus 2 ist minus 10. 2 mal minus 12 ist minus 24. Minus 24 plus 7 ist minus 17. Auf der rechten Seite 2 mal minus 12 zum Quadrat. Minus mal minus wird plus, damit verschwindet es. Und 12 mal 12 ist 144. Plus 10 mal minus 12 ist minus 120. Plus 2. Müssen wir weiterrechnen. Minus mal minus ergibt plus. 10 mal 17, ich glaube, das geht im Kopf, sind 170. Ist gleich. 2 mal 144, das ist 288. Plus minus, das wird minus 120. Plus 2. In der ersten Klasse haben wir mal gemacht, vorteilhaft rechnen. Das machen wir jetzt. Ich werde nämlich nicht da 288 minus 120 rechnen, sondern als erstes nehme ich 288 plus 2. Das ist wie viel? Und im letzten Schritt jetzt 290 weniger 120, das ist auch wieder leicht, ohne Taschenrechner im Kopf zu rechnen, macht 170. Links steht das gleiche wie rechts,
Wahre Aussage, haben wir immer gesagt. Damit ist die Lösungsmenge minus 12. Der Rest ist jetzt eigentlich nur mehr Übung. Viel Spaß beim Üben.